Der namenlose Techniker hat sich durch das Labor von Christopher Stirling in einen weiteren neuen Raum vorangearbeitet. Das Planetarium, hier oben sieht man das, da kreist alles schön um eine viel zu kleine Sonne. Und diesen Raum habe ich mir bisher nur sehr, sehr oberflächlich angeschaut. Ich muss mal herausfinden, was das hier alles auf sich hat. Sonne, dann ganz dicht dran Merkur, Venus, Erde, Mars, dann hier Jupiter, Saturn. Dann hier ist der Uranus und da ist der Neptun. Pluto ist gar nicht mit drauf, weil entweder ist Pluto, also weil entweder Pluto kein Planet mehr ist, oder weil die Pluto-Bahn, glaube ich, nochmal so weit außerhalb der Neptun-Bahn ist, dass das hier gar nicht mehr in diesen Raum reingepasst hätte, maßstabsmäßig. Hier gab es was zu lesen, das habe ich gelesen. Was ist das? Eine Konsole. Ich kann hier irgendwas machen. Das ist ein Symbol. Ich habe das Gefühl, egal was ich hier schalte, es passiert einfach nichts. Hier oben ist überhaupt nichts passiert. Groß, klein. Hier tut sich nichts, meinem Eindruck nach. Schlüsselloch. Das ist seltsam. Also der Kabel von diesem Ding, das geht hier hinten rein. Oh, hier. Haha, ich finde was. Eine Actionfigur und eine weitere Seite. Wir reisen in der Früh ab, also habe ich beschlossen, die Nacht im Planetarium zu bleiben. Ich bin gerne hier, es ist friedlich und ich kann den Tanz der Planeten beobachten, wenn ich einschlafe. Aber nicht heute Nacht. Ich hatte wieder einen Traum. Dieser war realer als all die anderen. Ich stand mit Onkel Chris auf dem höchsten Turm des Schlosses und wir beobachteten die Sterne. Ich konnte Donner in der Ferne hören und das Meer an den Felsen unter uns. Plötzlich gab es ein Krachen und ich konnte riesige Wellen gegen das Schloss krachen sehen. Ich hatte Angst, aber als ich mich zu Onkel Chris umdrehte, war er weg und plötzlich war alles still. Die Nacht war ruhig und als ich zu den Sternen schaute, hatten sie sich verändert. Dann kamen die Lichter, zuerst ein paar und dann mehr und mehr. Sie beobachteten mich, als ein helles Licht zu leuchten begann. Es wurde heller und ein Geräusch wie Donner wurde laut und lauter, bis ich es nicht mehr aushalten konnte. Und dann hörte es plötzlich auf und ich bin vor Schreck aufgewacht. Es war mehr als ein Traum, ich bin mir sicher. Sie haben mich gerufen. Sie wollen, dass ich auf den Turm steige. Dort ist etwas, das ich tun muss. Ich muss einen Weg finden, egal wie. Das ist eine Tagebuchseite aus Clementines Tagebuch. Auf den Turm. Ja. So, Jupiter, was mache ich denn mit dir? Man sollte ja meinen, da ist der Jupiter. Wenn ich da jetzt den Jupiter hier ausschalte. Dass der dann hier ausgeht. Das ist aber nicht der Fall. Also meiner Ansicht nach stellt dieses Ding im Moment das irdische Sternensystem dar. Und möglicherweise, ich glaube, dieses Zeichen hier, dieser Punkt mit dem Kreis, ich glaube, das ist das Zeichen für die Erde. Kann das sein? So wie ich das ausspreche, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das stimmt. Meine erste Idee war, das ist das Zeichen für die Erde, also das irdische Sternensystem, das, was gerade zu sehen ist. Und das ist ja dieses Zeichen, was schon öfter mal mit dem Sternbild Schütze hier zu tun hatte.
oder wie immer mit dem Sternbild Jäger, Orion oder wie auch immer die das hier nennen. Und es ist ja mehrfach angedeutet worden, dass der Orion eine bestimmte Rolle spielt und vielleicht kommt dieser Ara-Augen ja aus irgendwo dieser Ecke Sternbild Orion. Und wenn ich jetzt hier umschalte, dann wird hier das andere Sternensystem angezeigt. Weil er ja auch geschrieben hat, der Christopher Stirling in seinem Tagebuch hier, dass er die Reise dieser Ara-Augen nachvollzogen hat irgendwie. Tja, aber wenn ich hier umschalte, dann passiert nichts. Es muss was mit diesen Gemälden hier auf sich haben. Also das hier ist ganz unzweifelhaft Jupiter, da bin ich mir sicher. Das hier. Das ist Hermes. Das ist also das Symbol für den Planeten Hermes. Das hier. Keine Ahnung. Das hier ist die Venus. Das hier ist, keine Ahnung. Auch keine Ahnung. Das hier ist Mars. Und das ist aufgrund des Zeichens hier unten wahrscheinlich Neptun. Das heißt, ich kann Uranus und Saturn und Erde nicht so eindeutig zuordnen. Das da ist, ja, das ist wahrscheinlich Uranus oder Saturn, einer von beiden. Ich nehme an, das mit dem Kreuz ist die Erde. Einfach so, keine Ahnung. Und dann wäre er hier Uranus oder Saturn. Ja. Also ich kann von den 8 Symbolen, die hier sind, weil Pluto fehlt, kann ich 6 ziemlich sicher zuordnen und bei 2 bin ich mir unsicher. Aber was hilft mir das? Hier fehlt irgendein Ding. Und hier, ich würde fast behaupten, ich brauche hier einen Schlüssel, weil es ist ein Schlüsselloch, dass ich hier mit einem Schlüssel erst das aktivieren muss, sodass das, was ich hier umschalte, dann erst irgendwie hier an diesen Projektor durchgereicht wird. Und dann sich hier erst irgendwas ändert. Und dann kommt vielleicht auch erst das da ins Spiel. Wobei, ich kann ja mal alles ausschalten, diese Symbole. Da gibt es nur 2 sinnvolle Varianten. In der Reihenfolge der Planeten von innen nach außen das auszuschalten oder von außen nach innen. Alles andere macht nicht wirklich Sinn. Die Planetengröße wäre noch, aber zum Beispiel, ich glaube, Erde und Venus, die sind sehr, sehr ähnlich groß. Also ich fange mal an innen. Da müsste ich zuerst den Merkur ausschalten. Das ist der hier. Dann müsste ich die Venus ausschalten. Dann die Erde. Ist das hier in der richtigen Reihenfolge? Nee, stimmt. Ist es nicht. Mars. Merkur, Venus, Erde, Mars. Dann den Jupiter. Ja, jetzt geht's los. Saturn. Uranus, Neptun. Saturn und Uranus. Welcher ist jetzt welcher? Ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung,
was Saturn und Uranus in der Mythologie für Gestalten waren. Deswegen kann ich aus diesen Darstellungen hier überhaupt nichts ableiten. Sind beides Typen mit so einer Sense oder immer so eine Sense im Spiel. Ich fange mal hier an. Also Jupiter, Saturn, ich sag mal, das wäre Saturn. Dann schalte ich den aus. Saturn. Dann hier der Uranus, theoretisch. Und dann der Neptun. Der ist noch an, da. Und Pluto gibt's ja nicht. So, es war entweder falsch oder es tut sich nichts. Das hier könnten auch irgendwelche Lämpchen sein, die noch leuchten müssen, um irgendwas auszulösen. Also das scheint nicht so richtig zu sein. Oder ich hatte die falsche Reihenfolge. Das kann auch sein. Alles wieder an. Jetzt mache ich das Ganze nochmal in der alternativen Reihenfolge. Und setze sicherheitshalber hier mal alles irgendwie zurück. So, jetzt leuchten sie alle wieder. Und jetzt schalte ich aus. Merkur. Venus. Erde. Mars. Jupiter. Jetzt kommt Saturn. Bei Saturn hatte ich den zuerst gewählt. Jetzt wähle ich mal den zuerst. Saturn. Uranus und Neptun. Ja. Nix. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie diese Schaltertafel noch nicht aktiv ist. Hier fehlt der Schlüssel. Tja. Jetzt kann ich alles wieder anschalten und das mal rückwärts machen, von außen nach innen. Das wäre so die letzte Idee. Oh, hier ist irgendwas. Ach so, das hilft vielleicht. Das Sonnensystem, die inneren Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars. Ja, das war mir klar. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Ja, das. Ach so, hier habe ich jetzt im Hintergrund die Bilder. Habe ich da was falsch gemacht? Merkur, richtig. Venus, richtig. Erde, richtig. Mars, richtig. Jupiter kann man schlecht sehen. Saturn. Uranus ist auf jeden Fall der mit diesem Punkt, Kreis und Pfeil nach oben. Würde ich mal behaupten. Wobei hier ist auch noch so ein Venus-Symbol dazwischen. Das ist auch seltsam. Und hier ist nochmal so ein Erde-Symbol. Aber ich nehme an, dass das hier das Symbol für Uranus ist. Stimmt das? Ist einer meiner beiden Uranus-Verdachtsfälle mit diesem Symbol ausgestattet? Ja, der hier. Das ist folglich der Uranus.
Demzufolge müsste beim Saturn irgendwie dieses H-ähnliche Symbol zu sehen sein. Saturn. Ja, hier. Jetzt, wenn man es weiß, sieht man es da. Ja. Also Saturn ist das H. Ne? Im Wort Saturn sind ganz viele Hs enthalten und deswegen ist das da. Ja, Saturn. So, Eselsbrücken bilden. Hilft immer. Ja, jetzt weiß ich die richtige Reihenfolge, aber ich habe ja eine dieser Reihenfolgen auch so gewählt. Das war, glaube ich, sogar die erste Variante. Jetzt kann ich die nochmal in der richtigen Reihenfolge anschalten. Und dann schalte ich sie in umgekehrter Reihenfolge mal aus. Vielleicht nutzt das irgendwas. Also anschalten wäre hier Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter. So, jetzt kommt Saturn. Saturn hat viele Hs, habe ich mir gemerkt. Saturn. Demzufolge ist das dann hier Uranus. Und Neptun. Ja. Nix. Jetzt schalte ich sie mal in umgekehrter Reihenfolge aus. Also, das wäre dann Neptun. Dann käme Uranus, das ist der da. Dann käme Saturn. Dann Jupiter. Dann Mars. Dann käme die Erde. Venus und Merkur. Naja, tut sich nichts. Vielleicht fehlt mir auch hier noch irgendwas auf diesem Ding, was auch immer es sein soll. Oder ich habe in dieser Riesenhalle hier einfach noch irgendwas nicht gesehen. Aber diese Mauszeiger hier, die werden immer nur dann anders, wenn ich auf so ein Gemälde klicke und ja. Ich glaube fast nicht, dass bei irgendeinem Gemälde was versteckt ist. Das wäre ziemlich, ziemlich fies. Ich glaube, so fies ist das Spiel nicht. Das hier ist ja relativ offensichtlich, diese Kommode mit diesem Licht, von wegen, Achtung, da könnte was sein, habe ich ja dann auch gefunden. Nach einiger Zeit. Aber mehr solcher Hotspots sehe ich hier nicht. Oh Mann. Ich fürchte, ich muss erstmal woanders weitermachen. Vielleicht hat ja die Aktivierung der Computer noch irgendwas anderes zutage gefördert. Ich muss hier noch irgendwie dieses Ding aufmachen, nehme ich an, um das blaue Licht rauszuholen. Das wird wohl nicht das hier sein, oder? Oder wenn ich den Oszillo-Dingensmoments hier wieder ausmache. Ne, es geht gar nicht. Und alles auf Maximum. Ne, ich glaube, das ist... Wobei, ich kann das immer noch manipulieren. Das spricht dafür, dass ich damit nochmal was machen muss. Aber was? Das habe ich gemacht. Zwei Phasenverstärker, Sicherheitsbehälter, Stichprobe und dann fängt das blau an zu leuchten. Das stimmt. Ja. Sicherheitsbehälter, was heißt das?
Ach, hier ist Phase 3. Con irgendwie Mentor? Was ist denn das hier für ein Teil? Fokus? Fokussierungspanel? Und Leistungszufuhr? Dieses Robotermännchen-ähnliche Ding. Das ist doch hier gar nicht. Ist das dieses komische Gerät, was er auf dem Dach gebaut hat? Vielleicht? Also irgendwer hat doch hier noch irgendwas gebaut. Christopher Sterling hat geschrieben, er träumt von irgendwelchen Bauplänen von irgendeinem Ding und hat das vermutlich gebaut. Und Clementine schreibt, dass da irgendwas auf dem Dach ist, was Besonderes. Und vielleicht hat er auf dem Dach dieses Teil gebaut. Und das wäre ein Hinweis, wenn ich es irgendwann mal aufs Dach schaffe, dann da irgendwas mitzumachen. Weil im Moment werde ich aus dem Ding hier nicht schlau. Ich wüsste nicht, wie mir das weiterhelfen soll hier. Ich sehe ja auch keinen Tipp für dieses Planetarium. Die Kabel führen auch dahin. Wobei, nee, das ist das Kabel von dem Stromdingens. Hierfür habe ich ja jetzt auch noch überhaupt keine Anhaltspunkte, richtig? Und wenn ich den Raum betrete, macht es nicht Pling, was dafür spricht, dass was auch immer ich hier tue, mir nicht einfach nur ein weiteres Sammlungsobjekt gibt, sondern irgendwas zur Haupthandlung beizutragen hat. Das sind diese Teile, die kenne ich. Habe ich mir schon angeschaut. Sagt mir aber nichts mehr. Dieses Teil. Null Idee. Ach Mensch, der Erzähler der Schande steht schon so hoch. Das gibt's doch gar nicht. So, ich habe hier dieses Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe auch noch diese wirren Steuerräder. Hier unten zum Beispiel. Was soll mir das sagen? Ich kann damit nichts tun. Oder? Bild rumklicken. Nee. Ach ja, Leute. Ihr seht mich wieder komplett ratlos. Was habe ich denn in dieser Episode geschafft? Ich habe mir Gedanken gemacht im Planetarium. Ich habe da die Planeten zugeordnet, was aber erstmal nichts bewirkt hat. Und ich habe im Planetarium diese Actionfigur gefunden und ich habe so ein Dokument gelesen. Und zu mehr hat es mal wieder nicht gereicht. Aber die Episode ist schon zu lang, deswegen mache ich hier Schluss. Auch wenn es wieder mal unbefriedigend war, weil es nicht wirklich voranging. Ich werde jetzt aber noch ein bisschen hier noch mal ein bisschen rumlaufen und mir Sachen angucken. Und vielleicht habe ich ja noch irgendeine Idee. Und wenn ich noch eine Idee habe, dann geht's mit selbiger weiter im nächsten Teil. Bis dahin.